Ja, moin moin, willkommen zu Rapid TV mit heute, dem ersten Spieltag des Rapid Cups. Hier in der 99. Saison am 10. Spieltag. Wir loggen uns direkt ein und schauen mal, wie wir uns zumindest in der Liga heute gegen Soccer Varel geschlagen haben. Warten jetzt hier gegen die Partie im Fernando Harms Stadion. 3070 Zuschauer, noch 4 Spieltage, bis die Osttribüne dann endlich fertiggestellt ist. Das neue Prunkstück von Rapid. Erste Minute 1 zu 0, Leo Licht. Vierte Minute 2 zu 0, Wahnsinnstart. Wenn's. Fünfte Minute 3-0. Bei dem Tempo könnte es vielleicht der höchste Saisonsieg aller Zeiten werden. 4-0, Leoni nach dem Konter. 22. Leo Licht per V-Elfmeter. 5-0, Tucker. 6-0. Rot für Palenzuela. Es ist natürlich bitter, dass er uns jetzt auch gleich im Rapid Cup fehlen wird. Zweite Halbzeit gar nichts passiert. Also 6-0 zur Halbzeit. Das ist auch der Endstand. Starke Leistung am Anfang von Rapid. Und wir gehen gleich in die Partie gegen ja guten altbekannten Gegner. Geiles Logo hier, ziemlich groß und transparent. Gegen GAC U18. Letztes Jahr schon dabei gewesen in der UPC Arena. 1900 haben den Weg ins Stadion gefunden. Ah, ne, es ist friendly. Oh, tut mir leid. Wie gesagt, Palenzuela wird rausgenommen, da er gesperrt ist. Im Cup geht es gegen Südgebirge. Letztes Jahr dabei gewesen im Halbfinale, glaube ich. Also, da hat man gleich einen schweren Gegner als am ersten Spieltag. Wie gesagt, außer vergebene Chancen passiert hier gerade nicht sehr viel. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Ziemlich ruhig. Jetzt 72. 1 zu 0 Leo Licht. Macht da den Klose-Salto. Muss aufpassen, dass er nicht verletzt. Aber er ist ja noch jung. Ich wollte gerade sagen, da wird wahrscheinlich nicht mehr viel anbrennen. 1-0 gewinnt Rapid das Friendly gegen GAC U18. Und meine Damen und Herren, Trommelwirbel, es geht in den Rapid Cup im Storbell Field. 1156 Zuschauer. Stärke 59 gegen 85, aber da wird ja noch jemand von Rapid oder auch nicht runtergenommen. 13. Minute, Leo Licht vergibt hier die erste Chance. Leo Licht, ne, Marco Tucker per Kopf. Rapid führt. Leo Licht erhöht auf 2-0, wunderbar. Macht hier wieder den Klose-Salto und wird sein neues Markenzeichen anscheinend. 61. schon. Ich sag mal, das wird 66. 3-0, Leo Licht. Ich sag, das wird die Vorentscheidung sein. Und da kommt auch der Abpfiff. Rapid letztes Jahr jedes Gruppenspiel gewonnen. Startet souverän mit einem 3 zu 0 gegen Südgebirge, den Halbfinalisten aus dem letzten Jahr. Das heißt, wir sind in der Liga jetzt auf den dritten vorgerutscht. Ein Punkt bleibt aber der Rückstand. Torschützenliste. Leo Licht hat sich jetzt vorbeigeschoben. Der übrigens jetzt 2,3 im Moment wert wäre, aber wie gesagt, verkaufen will ich ihn, glaube ich, aber doch nicht, auch wenn es jetzt vielleicht, wie gesagt, wir würden dann jede Menge Gewinn mit ihm machen. Er kam hier als 21-jähriger 7er, jetzt der 23-jährige 9er, hat hier wirklich einen riesen Schwung gemacht im Marktwert. Aber viel wichtiger interessiert uns noch der Rapid Cup, was dort so passiert ist. Hier sieht man nochmal aus dem letzten Jahr. 19. Spieltag. Nee, doch nicht. Waren doch nicht dabei im Finale. Da habe ich ihnen zu viel zugetraut. Südgebirge, Gruppenletzter mit nur 3 Punkten. Da war ich dann wohl ein bisschen auf dem Holzweg. Auf jeden Fall ging es heute hier los. Erster Spieltag. Der Titelverteidiger VSF Amiens 2 kommt bei Bubblegum nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Assa Plessil hat sogar hier Bubblegum 1-0 in Führung gebracht.
aber AlphaZarri, der mich letztes Jahr im Finale abgeschossen hat, trifft in der 85. und rettet Ammann hier den Punkt. Des Weiteren Kagrana Devils souverän 3-0 gegen FC Abzum gewonnen. Fuchs, Escher und nochmal Fuchs, die Torschützen für die Devils. In der Gruppe B Guantanamo muss sich in Heringsdorf 2-1 geschlagen geben. Souveräne Leistung. Im Ostseestadion. Ach, Heringsdorf. Sogar hier direkt an der Ostsee. Ist ja direkt um die Nähe fast. Und ich sehe hier gerade, Guantanamo hat sogar geführt durch einen wunderbaren Spieler. Zwar Fernando Torres. Achso, ich war gerade völlig auf dem Holzweg. Ich dachte, das wäre einer von mir. Naja. Torres. Da kann man sich irren. Der Torres kriegt ja auch gelb. 79. kommt dann die Entscheidung von Guantanamo. Des Weiteren. TuS Schlümpfe schaffen ein 2-1 gegen Rona Ball ins eckige Tor. Ausgeglichene Partie. 3-4 Chancen. Sogar die Gäste hatten da mehr. Aber mussten sich trotzdem in Schlumpfhausen geschlagen geben. Des Weiteren in Gruppe C. BSC Berlin letztes Jahr auch in unserer Gruppe. Gewinnt souverän gegen Teutonia Karlsruhe mit 3-0. Hätte man vielleicht sogar ein bisschen mehr erwarten können, jetzt die Stärke. Des Weiteren Südgebirge ebenfalls 3-0. Untergang gegen Rapid. Leolicht doppelt Tucker einmal. In der Gruppe A, da ist, Gruppe D, da ist denn auch Trabian gegen Gack. Bitteres 2-1 auswärts. Gut, man hat 2-0 hinten, dann kam er 89. per Kopf das Tor. Hat vielleicht noch ein bisschen, ja, gedacht, man könnte vielleicht noch einen Punkt retten, aber hat leider nicht gereicht. Und eine Nullnummer gab es bei Soccer Boys gegen S04 Deutschland, die letztes Jahr ebenfalls dabei waren und uns gegen mich, glaube ich, im Halbfinale geschlagen gehen mussten. In der Gruppe sieht das folgendermaßen aus. Da hat sich jetzt, wie gesagt, ist noch nichts Spannendes am ersten Spieltag. Wir gucken einfach mal auf den zweiten. Abzum gegen Bubblegum. Ammann gegen die Devils. Beide vielleicht Ammann nicht so gestartet, wie sie es erhofft hatten. Runder Ball ins eckige Tor gegen Heringsdorf. Sehr starke Mannschaft, genauso wie die Schlümpfe. Guantanamo muss da schon ein bisschen Glück haben, um zu Hause zu bestehen zu können. Morgen Topspiel Rapid zu Hause gegen BSC Berlin. Da gab es auch schon einige Duelle. Bisher konnte Rapid einmal immer gewinnen, 2-1 und 2-0. Ansonsten noch Gack zu Hause gegen die Soccer Boys, sollten sie richten. Travian auswärts bei Schalke, das wird auch noch spannend. Gegen Südgebirge hatten wir, glaube ich, auch schon, nee, es war sogar das erste Vereinsspiel. Genauso wie bei Ammern. Und ja, ich wünsche allen viel Glück. Abzum. Gruppe B. Ja, das ist deutlich drin für Abzum. Könnten sie schaffen. Und das war's erstmal für den Cup. Statistiken, allgemeine Torschützenkönig im Moment nach dem ersten Spieltag wäre ja Leolicht, Jakob Fuchs und Dene. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zum Rapid Cup, zum Liga-Alltag. Wie gesagt, Stadion wird auch bald ausgebaut werden. Dann werden wir noch Einnahmen über die Osttribüne nehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Ciao, euer Rapid.